Hallo und willkommen zu einem neuen Video heute. Und zwar gibt es schon wieder ein Haul. Oh mein Gott, Leute. Ich habe schon wieder geshoppt. Ja, es ist so, ja, ist ja auch egal. Ich habe auf jeden Fall geshoppt. Ich hatte noch ein bisschen Geld bekommen und dafür, das habe ich mir gegönnt. Und mir sind ein paar Sachen davon auch noch gekauft. Und ich fange direkt mal an. Ich fange jetzt mal mit Zalando an. Und zwar so ein bisschen, ja, wie gesagt, Fashion. Und zwar habe ich mir einmal hier die Adidas Superstars gekauft. Ich bin absolut kein Adidas-Fan eigentlich, ne? Also ich trage eigentlich nur Nikes und habe die jetzt aber gekauft, einfach aus dem Grund, weil ich teilweise finde, die sind ja irgendwie so ein bisschen schmaler und ich finde, das passt manchmal zu Kleidern besser. Und ich trage ja gerne Sportschuhe auch zu Kleidern und allem und da finde ich die zum Beispiel teilweise ein bisschen passender. Allein dafür habe ich sie mir gekauft, sonst bleibe ich eigentlich Nike-treu. Das werden die einzigen bleiben, glaube ich, die ich mir gekauft habe. Ja. Ne, was soll ich dazu sagen? Kann man machen. Die waren, glaube ich, reduziert. Ich glaube, sonst sind die teurer. Die waren auf jeden Fall unter 100 Euro. Und just, dann habe ich mal so ein bisschen schmalere. Weil ich habe das Gefühl, manche Nikes in denen sieht teilweise der Fuß so ein bisschen, also ein bisschen wuchtiger so. Und das gefällt mir dann zu Kleidern nicht unbedingt so gut. Deswegen sind es die einmal geworden. Ich hatte auch noch mehr Schuhe hier. Ich hatte mir noch die in schwarz bestellt. Und Nikes in komplett schwarz, weil ich habe noch schwarze mit weißer Sohle. Habe ich jetzt aber weggeschickt, weil wir wollen es nicht übertreiben. So viel Geld hatte ich jetzt auch nicht mehr über. Deswegen sind es jetzt da nur diese hier geworden. So, dann kommen wir wieder zu meinem kleinen Schatz. Dem habe ich ein paar Sachen schon gekauft, bevor die ausverkauft sind. Ich habe super viel für den Kleinen, nämlich eigentlich auf der, also auf meiner Favoritenliste. Keine Ahnung, also was ich mir da gemerkt habe. Und super schnell ist das ausverkauft und kommt dann vielleicht teilweise nicht mehr rein. Den hier musste ich jetzt einfach haben. Und zwar ist das von Levi's oder Levi's, je nachdem, wie ihr es nennen wollt. Ein kompletter Overall, sag ich mal. Hier oben hat der so Öhrchen noch dran mit Kapuze. Der ist richtig schön und dick und gefüttert. Also der fühlt sich hier richtig, richtig toll an. Habe ich ihn komplett blau. Ich glaube, den gab es noch in einer anderen Farbe. Ist jetzt die Größe, also für 9 Monate, 74 ist das. Er trägt jetzt, er ist gerade so ein Übergang zu 68, also wäre das schon die nächste Größe. Und da steht zwar 9 Monate, er ist ja gerade 3 Monate, aber letztendlich kann der nur passen, weil ich meine, die Größen gehen jetzt eh langsamer und die wäre ja jetzt von, meinetwegen November, wenn es kälter wird oder was weiß ich, da fängt es ja dann an, bis ja vielleicht sogar noch April könnte er den theoretisch tragen, wenn ihm der dann passt, so lange, aber irgendwann dann wird er ihm passen, deswegen ja, finde ich den richtig, richtig gut, weil der ist richtig weich, zur Not, wenn es richtig, richtig kalt ist, kann man da auch noch was drunter ziehen, aber der ist auf jeden Fall super, wenn man wirklich halt mal rausgeht oder so und ja, den finde ich super süß, der ist so weich wie so ein Teddybär. Dann, das fand ich so süß. Aber sowas kaufe ich halt immer schon in einer Nummer größer, weil ich das halt schöner finde, wenn er dann eventuell schon leicht gehen kann oder zumindest krabbeln und nicht nur rumliegt. Und zwar, ich weiß aber gar nicht, oh, jetzt steht hier die Größe nicht. Ich meine aber, das ist eine Größe, das hasse ich aber bei Next. Also Zalando hat diese Untermarke Next da immer. Und die Sachen finde ich super schön, aber da steht nie hier die Größe mit drin. Das ist so bescheuert. Steht das auf dem Etikett drauf? Da steht es drauf, okay. Ich habe es aber immer ganz gerne da oben stehen. 2 bis 3 Jahre steht da, 98. Ja, da sollte er gehen können. Und zwar ist das einmal dieses Hemd hier. Oh mein Gott, Leute, da sitzt Bärchen drauf. Oh, ich bin so in love, ne? Ich dachte aber, man könnte nur für Mädchen schön Kleidung kaufen. Aber das ist so süß, wenn er das trägt, wenn er gerade so laufen kann und so. Oh mein Gott. Oh, ich liebe es. Tut mir leid, ich bin gerade ein bisschen euphorisch. Aber ich glaube, Mütter können das verstehen. Dann wollte ich was von Nike noch haben und da habe ich diesen Strampler hier genommen. Der hat Füße und alles dran, ist halt einfach so schwarz-weiß gestreift, aber hat einen ganz tollen Stoff. Der ist wirklich leicht, richtig schön flexibel, also ich glaube, der ist auf Babyhaut richtig, richtig toll. Genau, geht hier vorne auf mit einem Reißverschluss, ist das Zeichen drauf und den finde ich richtig schön. Wie gesagt, der fühlt sich einfach toll an, ist auch schon ein bisschen größer. Ich denke, den wird er auch irgendwann Richtung Winter anziehen können. Wenn wir schon bei Winter sind. Leute, da muss ich natürlich ein bisschen Glück haben, dass es ihm passt. Aber ich glaube, das hatte ich ganz gut von der Größe abgepasst. Aber ich fand den so süß. Ich kann nicht mehr wartet. Da steht drauf 6 bis 9 Monate. 6 Monate ist er, glaube ich. Warte, schon August. Im November wird er 6 Monate. Ja. Ähm.
Oh mein Gott, dieser Pulli, der ist richtig schön. Also er fühlt sich richtig toll an. Ist auch von Next. Und ja, einfach so ein Weihnachtspulli. Ich habe mir gedacht, den ganzen Dezember und vielleicht sogar auch Januar kann ich ihn den einfach anziehen. Ist doch voll süß. Ich finde den toll zum Drüberziehen. Der sieht richtig toll aus. Der war reduziert, auch meine ich. Und ja, ich meine eher, also der Kleine ist eh ein bisschen größer. Also immer, deswegen kann man das so schlecht sagen von dann bis dann, weil er ist generell schon größer. Deswegen denke ich, wird ihm der auch dann passen? Ja, ich denke schon. Auf jeden Fall zuckersüß, wenn ich mir vorstelle, dass er an Weihnachten diesen Weihnachtspulli anhat. Oh, ich schmelze dahin, dann brauche ich noch so einen ähnlichen, dann sind mein Partner. Ich liebe es. Super süß einfach. Tut mir leid. Dann habe ich, das ist jetzt nicht von Next, das war von einer anderen Marke, 74. Da habe ich hier eine Strumpfhose für den Kleinen, der hat hier unten Stoppersocken. Dann ist hier so ein Hirschstrauch oder so ein Reh, whatever. Und hier, deswegen habe ich es gekauft, hat hier auch Stoppersocken. Also ich habe auch solche Knieschoner mit Stopperdingern drauf, die er dann tragen kann, sobald er krabbeln kann. Aber ich dachte mir schon, so eine Strumpfhose, die er schon integriert hat, finde ich total toll. Und generell Strumpfhosen kann man ganz gut mal anziehen und ist halt einfach auch ein bisschen schöner als so eine dicke Hose teilweise. Genau, deswegen ist es einmal die geworden. Und jetzt noch ein Teil für den Kleinen. Ich habe auch noch ein paar andere Sachen zurückgeschickt. Aber hier konnte ich ihn dann nicht dran vorbei, aber halt auch wieder in etwas größer, damit er das anziehen kann, wenn er gehen kann. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, ist das nicht süß. Ich habe euch in einem anderen Haul schon mal einen in blau, glaube ich, gezeigt. Ja, blau-beige. Aber hier in Kinderle-Rot mit diesen Aufnähern hier drauf. Hier hinten auch was. Oh mein Gott. Oh, es wird so süß sein, ne? Ich könnte jetzt schon heulen, wenn ich daran denke. Da wirklich, also ich werde ein bisschen sentimental, wenn es um meinen Kleinen geht. Und da steht drauf 1,5 bis 2 Jahre. Er wird so unglaublich cool damit aussehen. Ich bin jetzt schon verknallt, ehrlich. Hammer. Und dann haben wir noch eine Sache, habe ich mir noch bestellt. Und zwar hier ein bisschen was Schickes. Genau, zum Unterziehen. Das habe ich mir einmal bestellt noch. War recht günstig. Das ist von Annafield. Genau, ich weiß noch nicht, ob ich das einfach nur so zum Unterziehen anziehe, so dessous-mäßig, oder ob ich da vielleicht dann, wie gesagt, eine hochgeschlossene Hose oder einen Blazer drüber, kann ich mir auch vorstellen. Ich weiß es noch nicht. Mal schauen. Und dann habe ich noch eine Sache von Zalando. Und das ist mit meinem Highlight. Ich hatte das bestellt, weil ich hatte nämlich 2 auf der Merkliste von diesen Taschen. Eine war noch so weiß mit, ich weiß gar nicht, grün und rosa oder so. Ich bin mir unsicher. Und die war jetzt ausverkauft. Und ich war so, nein, ich fand die so geil. Und ich hatte halt noch diese andere auch. Und ich dachte, bevor die jetzt ausverkauft ist, dann will ich wenigstens die haben. Ich wollte mir die halt irgendwann mal bestellen, wenn ich einfach das Geld über habe. Aber wann hat man genau das Geld dafür über? Jetzt hatte ich es eigentlich. Deswegen habe ich sie bestellt. Und dachte mir dann aber doch, weil ich dann eigentlich lieber die Schuhe behalten wollte, hat mein Kopf gesagt, als ich es bestellt hatte, ja, wollte ich eigentlich die zurückschicken, weil die halt auch nicht super, super günstig ist. Also klar, auch nicht super teuer, aber ne, vernünftiger Preis, sage ich mal. Da wollte ich die eigentlich zurückschicken, aber als ich die gesehen habe, ich konnte nicht. Mein Mann hat auch gesehen, was da im Paket drin war und er so, die behältst du safe, die behältst du safe, das ist genau dein Ding. Und ich so, ja, das ist genau mein Ding. Oh mein Gott, ist die nicht schön? Also klar, man muss was Auffälliges mögen, aber ich stehe auf so auffällige Sachen und ich finde diese Handtasche so krass. Und wenn ich mir vorstelle, einfach zu einem super schlichten Look halt, vielleicht einfach nur was Schwarzes an und einen Blazer oder so und dann diese Tasche dazu. Du kannst ja auch super viel dazu kombinieren, ne? Weil es ist gelb, es ist orange, pink, es hat hier auch noch grün mit drin und blau. Wunderschön, also wirklich. Ich liebe das hier, diese Kette, richtig hochwertig, auch ein bisschen schwerer. Wie kann man die nicht schön finden? Also tut mir leid, ich nehme keine andere Meinung da entgegen. Die ist so geil. Da freue ich mich, wenn ich die trage. Genau, das waren jetzt die Sachen von Zalando. Und dann geht's weiter. Die größte Schande kommt überhaupt noch, aber wartet ab. So, als nächstes geht's weiter mit Moneyfix. Das habe ich euch in dem Vlog schon gesagt, aber für die Leute, die den Vlog vielleicht nicht gucken, weil der ist jetzt nicht unbedingt, wird von so vielen geguckt, glaube ich. Deswegen ganz kurz nur, habe ich bei Moneyfix 3 neue Nagelfolien und ihr denkt euch, oh, das habt ihr doch erst in den letzten Hauls gesehen, die Moneyfix-Folien. Ja, aber wie gesagt, ich trage die auch wirklich fleißig. Heute habe ich weiß nicht, ob es Moneyfix ist, ne? Ich glaube, das ist Du Nails, bin ich mir nicht sicher.
genau, diese drei Farben. Und zwar ganz kurz Story nochmal. Ich hatte die Glossy Box, für alle, die mein Glossy Box Unboxing gesehen haben, da war ein Code für eine Nagelfolie gratis dabei. Und genau, man musste halt theoretisch Versand dazu bezahlen, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Und ich habe den angewendet, wollte diese Folie hier kaufen. Habe den angewendet, dann stand da auch wirklich nur 4,95 € oder so für den Versand. Habe das bestellt. Irgendwie war ich mir nicht sicher, ob das geklappt hatte. Dann habe ich das gleiche nochmal bestellt mit dem Code. Und im Nachhinein habe ich gesehen, da stand, man muss ein Mindestbestellwert von 20 € haben, um den Code anwenden zu können. Dann habe ich noch eine Bestellung getätigt mit 2 Stück, das halt eine gratis ist plus Versand. Ja, und was war? Letztendlich habe ich beides hier bekommen. Das, wo ich hier das nochmal bestellt hatte, also die zweite hiervon, die wurde storniert tatsächlich. Aber ich habe jetzt im Grunde den Code 2-mal anwenden können, was halt richtig, richtig cool ist. Und da freue ich mich sehr. Die werde ich sehr gerne benutzen. Sehr, sehr schöne Farben. Dann kommen wir als nächstes zu einer Bestellung. Macht das Sinn, dass ich das zuerst mache? Genau, vom Monolith Beauty Shop. Da habe ich noch was bestellt. Meine Schande. Genau, ich fange mal kurz an nochmal mit dem Pinsel. Ihr habt schon mal gesehen, ich habe mir von Cinch Beauty, von der Angelica Nyquist, habe ich einen Pinsel bestellt. Und jetzt habe ich mir auch nochmal einen Face Brush bestellt. Das ist einmal dieser hier, den habe ich natürlich noch nicht getestet. Das ist das F03. Genau, den habe ich mir einmal bestellt, damit ich auf Versandkosten komme. Den bestelle ich halt immer noch dazu, damit ich Versandkosten spare. Weshalb ich bestellt hatte, ich wollte noch eine Palette von Adept bestellen, weil ich ja, ihr habt vielleicht das Video schon gesehen, die letzte Palette, die fand ich so toll. Ich habe 2 Paletten davon und ihr werdet gleich noch das Ausmaß sehen. Diese hier hat mich dann als nächstes angesprochen am meisten. Und zwar ist die inspiriert, ich weiß gar nicht, wie die heißt, ich glaube, die heißt Inspired Palette. Ist halt ein bisschen blöd, dass das hier nicht draufsteht. Ich meine, das ist die Inspired. Es kann auch sein, dass das gerade kompletter Quatsch ist, aber irgendwie meine ich das. Und die ist angelehnt an Green Arrow, an den Superheld, die Serie, whatever. Genau. Und jetzt schaut euch das mal an. Das sind die Farben und ich finde sie wunderschön. Also weil das die Grüntöne, ich finde es so schön. Dann noch so ein bisschen Pop of Color, kann man das sagen? Pop of anderer Color. Genau. Richtig, richtig toll. Ich freue mich so, die zu haben. Und als dann, wie gesagt, als ich dann Geld über hatte von dieser Riesensumme, die ich bekommen hatte wegen meiner Förderung, habe ich euch auch in meinem Blog von erzählt, habe ich mir ein bisschen was abgezwackt und gesagt, komm, ich gönne mir. Ich bestelle mir ein paar Sachen, auf die ich Bock habe und das habe ich gemacht. Ihr seht gleich noch weitere Schätze und es war halt ein Riesenglück, beziehungsweise kann ich euch die jetzt am besten direkt im Anschluss zeigen, dass ich genau diese hier bei Monolith bestellt hatte, weil ich habe dann, wie gesagt, von dem Geld bei Adept direkt bestellt. Warum habe ich da eigentlich direkt bestellt? Achso, bei Monolith waren ein paar Sachen ausverkauft. Und dann dachte ich, komm, versuche ich da mal direkt zu bestellen. Und genau diese Palette gab es da nicht. Keine Ahnung, ob es die nicht mehr geben wird bald. Ich weiß es nicht, sonst schaut euch die gerne mal an. Bei Adept selber gibt es die auf der Website nicht. Und die steht auch nicht unter ausverkauft oder so. Die ist da einfach gar nicht gelistet. Deswegen war ich so froh, dass ich die da bestellt habe. Weil die finde ich richtig geil. Ja, und dann bin ich noch ein bisschen ausgetickt bei Adept. Es gab da aber auch irgendwas, ich hatte da einen Code oder so und generell gab es, glaube ich, wenn man 2 oder 3 Paletten nimmt, nochmal einen Rabatt. Also ich habe tatsächlich recht viel da gespart, also sie waren viel günstiger. Ich zeige euch das, beziehungsweise ich blende euch den rabattierten Preis ein. Das war nicht schlecht. Und jetzt habe ich tatsächlich alle Paletten, die mir noch gefehlt haben, die dort online waren, gekauft. Also die in diesem Format müsste ich jetzt alle haben, die es aktuell gibt. Außer die Seahorse, aber das interessiert mich auch nicht ganz so, weil das sind nur schimmernde Lidschatten, das ist nicht so meins. Genau, und noch eine, die super alt ist. Ich weiß aber auch nicht, ob es die nochmal gibt. Ja, Leute, und ich glaube, ich habe schon einen Spoiler irgendwo gesehen, dass bald schon wieder eine neue kommt. Ja, ich fange dann mal an und zeige euch die Schätze, die ich bestellt habe. Element 150 Palette. Das ist einmal diese hier. Sehr cool. So sieht die aus. Die geht halt wirklich in diese bläuliche Richtung, was ich auch super, super schön finde. Gefällt mir. Ich bin jetzt einfach auf dem Adept-Trip hängen geblieben, muss ich ehrlich sagen. Und ich möchte gerne diese Sammlung fortführen. Allerdings möchte ich wirklich sammeln nur die Paletten in diesem Format hier, wie die sind. Es gibt ja auch noch längliche, die zeige ich euch. Die muss ich nicht alle haben.
Aber die hier würde ich halt gerne sammeln und ich finde sie sehr, sehr schön. Und da werde ich euch sicherlich auch noch Looks mitschminken. Dann die Amy Loves Palette. Hier ist super schön glitzernd, wunderschön. Die sieht so aus. Die ist ein bisschen gemuteter, kühle Palette. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ist komplett anders als die anderen. Ja, super, super schön. Dann hier die Cyber Quar Palette. Also Quar? Ich weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall richtig geil auch von außen aus. Hammer. Gefällt mir. Und ja, die finde ich auch super cool. Da gefällt mir nur nicht, dass da so viele dunkle Töne matte sind, weil es gibt ja schon nur 5 matte Töne und dann sind davon 3 wirklich sehr, sehr dunkel. Das ist nicht so geil, finde ich. Aber ich bin gespannt, was ich für Looks zauber. Ich finde hier den Ton natürlich mega, ganz ehrlich. Und das Lila ist auch richtig schön. Ich bin sehr gespannt, wie die sein wird. Und diese hier habe ich mir mehr dann aus Sammlungsgründen gekauft, bin ich ehrlich. Das wäre jetzt die letzte eigentlich, die ich brauchen würde. Und zwar ist das die Flying Fiddles Palette. Die sieht so aus, die hat hier so einen, ja, so einen Netzstoff, so Spitze oben drauf. Finde ich ganz cool vom Aussehen. Und ich glaube halt, dass ich den Spoiler gesehen habe. Ich denke, dass von der Marke dann sein wird, weil da sah das aus wie eine Palette, die das hier in Pink hat. Wenn ich mich täusche. Irgendwo habe ich das jetzt gesehen. Also sei es auf, war das auf Instagram irgendwo oder so? Oder bei Monolith auch auf Insta kann sein. Ja. Ich bin gespannt, was kommt. Werde ich mir auf jeden Fall anlachen. Genau, die Flying Fiddles. Und die ist halt sehr, ja, nudig, ne, dezent, aber ist ja auch nicht schlimm, mal eine Palette von denen zu haben, die so ein bisschen sehr gemutet ist. Und das gefällt mir tatsächlich auch eigentlich ganz gut. Hätte ich mir aber, wie gesagt, als letztes gekauft. Das ist jetzt kein Must-Have für mich, aber ja, was soll ich dazu sagen? So ist das. Und dann habe ich halt, wie gesagt, noch eine von den länglichen, und zwar die Heather Austin Palette. Palette. Und die sieht so aus. Ja. Sieht schön aus. Ist, finde ich, für eine richtige Herbstpalette. Und sieht richtig toll aus. Ich bin gespannt. Ich meine, der Herbst steht vor der Tür. Ich bin gespannt, damit Looks zu schminken. Freue ich mich sehr drauf. So, das war das. Das ist eigentlich meine größte Sünde gewesen, weil ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie teuer das war. Also wie gesagt, ich habe gut durch die Codes gespart. Aber das war so das, was ich mir von dem Geld, was ich da bekommen habe, gegönnt habe. Weiter geht's, wir sind noch nicht am Ende. Ich zeige euch erstes kurz die Goodies, die es dazu gab bei Sephora. Einmal hier The Inky List Bioactive Ceramide Repairing Cream. So ein kleines Sachet, einfach nur zum Testen. Und dann, weil man bei Sephora viel bestellt und diesen Member ist, oder wie das heißt, dann kriegt man da manchmal Geschenke. Und hier habe ich zum Beispiel von DevaCurl Wave Maker Lightweight Moisturizing Definer. Ja, also für die Haare. Ist das eine Styling Cream dann? Ich muss mir nochmal ganz genau durchlesen. Genau, die da ist für Locken. Ich habe eigentlich Locken, aber ich strebe nicht hin zu meinen Locken. Deswegen werde ich die vielleicht mal weggeben. Und dann habe ich hier von Laneige Waterbank Blue Hyaluronic Gel Moisturizer. Das finde ich sehr interessant. Das sind 10 ml. Laneige ist eine schöne Marke. Das möchte ich gerne testen. So, dann fangen wir erstmal mit den Foundations an. Und zwar habe ich einmal von Clinique die Even Better Clinical Serum Foundation, wieder was sehr Leichtes, was ich ja gerne mag, SPF 20. So sieht die aus und die sah auf dem Bild, ich habe jetzt hier die Farbe, das war die hellste, die es da gab, WN04 Bone. Die sah auf dem Bild heller aus, als sie in echt wieder ist. Ihr seht es, dass sie mir ein bisschen dunkel ist, ne? Aber ich werde die mischen. Ja, ist ein bisschen schade, weil ich natürlich gerne die einfach so tragen würde. Und ich bin jetzt schon im Sommer. Die ist mir doch ein bisschen dunkel. Aber ich möchte die gerne testen. Und wie gesagt, dann mische ich die einfach mit einer anderen. Ist schade, hat mich ein bisschen geärgert. Aber gut, hab sie jetzt. Und dann, welche ein bisschen besser passt, also welche ganz gut passen könnte, ist diese hier von Giorgio Armani Luminous Silk Perfect Glow Flawless Foundation. So sieht die aus. Die finde ich ganz schön. Die ist recht klein, was ich auch mag. Das sind 18 ml. Aber ganz ehrlich, wenn man nicht nur eine Foundation verwendet, dann reicht die eine Weile. Und dann kann man die auch wirklich auch mal gut aufbrauchen. Weil ich habe ja ein paar Foundations. Und ich bin gespannt. Luminous Silk bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe nämlich die matte Variante. Und ja, ich strebe ja mehr sowas an. Deswegen finde ich das gut. Dann weiter im Text.
Ich bin mir auch gerade gar nicht sicher, ob ich die vielleicht doch von Douglas hatte. Aber der Rest hier sieht nicht nach Douglas aus, deswegen wird es doch von Sephora sein. Ach, sorry, ich bin verwirrt. Ja, wenn weiter geht's, dann habe ich mir noch hier diesen neuen Duft bestellt von Sol de Janeiro, Fragrance Cherosa, die 76 hier, diesen riesen Oschi, ey. Wie viel ist da drin? Das sind 240 Milliliter, da hat man ein bisschen was von dem Duft. Ich gucke gerade, wonach der riechen soll. Steht das hier irgendwo drauf? Das ist auf jeden Fall ein Abendduft, steht da drauf. Mit Midnight Jasmine und Blackcurrant and Amberwoods. Ja, ich habe noch nicht so viel dran geschnuppert, oder? Boah, der riecht gut. Ich will mit Düfte beschreiben, das kann ich euch wirklich nicht antun. Ist für mich nicht unbedingt ein Abendduft, also geht Richtung Abend, aber jetzt kein super, super schwerer Duft, finde ich. Trotzdem sehr leicht und so ein bisschen, ich weiß nicht, für mich riecht er auch ein bisschen nach Karamell. Ich glaube, das hat nichts mit Karamell zu tun, aber für mich riecht er in so eine Richtung. Riecht auf jeden Fall gut. Werde ich dann sehr gerne benutzen, wenn es soweit ist. Nochmal Düfte, die werde ich jetzt nicht schnuppern, die hebe ich mir noch auf, die kommen erstmal in den Schrank. Von Kajali, dieses kleine Set, also dieses kleine Set mit diesen vier, ja, ist noch zu hier, auf jeden Fall sind da so vier Pröbchen drin, das sind die von, also es sind 4x 1,5 Milliliter. Ja, The K in a Bottle, das sind die neuen Sommerdüfte und zwar in, wie gesagt, Probegröße und die wollte ich gerne mal testen. Ich habe, wenn man bei Sephora Member ist, kann man sich eine Marke aussuchen, auf die man 10% bekommt. Die kann man aber nicht immer hin und her wechseln. Die kann man, glaube ich, einmal im Jahr wechseln, weiß ich nicht. Und ich habe Kajali genommen, weil ich da ein paar Parfumsachen austesten möchte. Deswegen war es ein bisschen günstiger für mich, aber 10% haben jetzt hierbei nicht so viel ausgemacht. Ich habe vielleicht einen Euro gespart oder so, weiß ich nicht. Genau, die möchte ich gerne testen, da freue ich mich sehr drauf. Dann war reduziert von Nabla der Cupid's Arrow Full Color Stylo. In der Farbe Melon. Das ist dieser orangene Ton. Finde ich sehr, sehr schön. Ich habe nämlich aus einer Box schon den gelben gehabt. Und ich finde, die sind richtig, richtig toll. Ob man die auf ein Lid aufträgt, das kann man gut machen. Oder auch wirklich auf der Wasserlinie. Und da der jetzt reduziert war, ich glaube, sonst kosten die 16, 18 Euro. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe den für 12 oder so bekommen. Immer noch viel Geld, aber finde ich schön. Deswegen habe ich den mitgenommen. Und dann habe ich von Tarte, das wollte ich unbedingt austesten und ich habe nicht so viele Sachen von Tarte, den Maracuja Juicy Lip Plump. Und das ist der hier, die sind ja noch recht neu. Und so sieht das aus, es ist so zum Klicken. Den kriegt man nicht wieder rein, das heißt, nicht mehr zu viel rausklicken und die sollen richtig juicy happy sein. So richtig plumping und einfach nur schön und ich finde die Farbe ist halt jetzt wirklich sehr alltagstauglich, sehr zurückgenommen. Da freue ich mich auch, den zu testen. Da bin ich richtig gespannt. Ich glaube, das wird voll was für mich sein. Dann habe ich da noch drei Paletten mitgenommen. Leute, in diesem Video Paletten. Ja, so, was soll ich dazu sagen? Natasha Denona ist ja auch so eine Sammelleidenschaft von mir. Und ich hatte mir über eBay, das habe ich euch auch schon in irgendeinem Video erzählt, über eBay, die Bieber-Palette zukommen lassen. Die war kaputt, bla bla bla, waren hin und her. Ich habe sie wieder weggeschickt, weil ganz ehrlich, ich will keine kaputte Palette behalten. Und schon gar nicht für den Preis, den sie sich dann noch vorgestellt hatte. Und dann aus Trotz habe ich mir die Bieber-Palette neu bestellt. Ja, weiß ich nicht. Vor allem ist es eine Palette, die eigentlich gar nicht so mein Ding ist. Also ich benutze ja alles gerne. Ich benutze ja auch gerne natürliche Paletten, aber natürlich lieber so ein paar farbigere. Ja, auf jeden Fall ist das hier die Palette. So sieht sie aus. Ihr kennt die vielleicht. Das sind nicht diese normalen Midi-Paletten, die ihr gleich seht. Die es jetzt für, was weiß ich, 70 Euro immer gibt. Die hier kostet mehr. Ich glaube, die hat 110, 112 oder so gekostet. Also nicht super günstig. Aber schön. Die ist schön. Die ist trotzdem schön und ich werde sie in Ehren halten. Sie ist toll. Ich freue mich, dass ich sie jetzt habe. Dann musste die recht neue Golden Palette her. Natasha Denona haut ja irgendwie momentan raus. Ne? Ich habe hier die Golden Palette jetzt gekauft, finde ich sehr schön. Ich mag Goldtöne auf den Augen, finde ich sehr, sehr schön, gerade so Richtung Herbst. Und ja, es war jetzt kein Must-Have, die ich unbedingt brauchte. Aber wie gesagt, ich habe gerne meine Sammlung irgendwann vollständig und musste her. Und gerade die neu gekauft, die kam doch jetzt erst vor ein paar Monaten raus. Und jetzt schon wieder kommt die nächste raus.
die habe ich bestellt bei Natasha Denona direkt mit einem Code. Die kommt dann irgendwann an. Das dauert natürlich ein bisschen, wenn ich die da direkt bestelle. Die I Need a Warm Palette. Hätte ich die wirklich gebraucht, weil das ja wieder so eine natürliche Palette ist? Nein, hätte ich nicht, aber ich brauche sie für meine Sammlung. Sorry. Vielleicht manche können es vielleicht von euch verstehen, manche gar nicht, aber jeder hat so seine Leidenschaft, das ist meine. Und genau, diese. Und dann, sei wieder so dumm, das ist auch komplett ein Sammlungsgegenstand. Nur die hätte ich mir im Leben sonst nicht gekauft, wenn ich diese Marke nicht sammeln würde. Also die Paletten jedenfalls. Und zwar ist das hier die Xenon-Palette von Natasha Denona. Finde ich, sieht an sich schön aus. Die hat hier so ein paar Reflexe, das seht ihr nicht, weil es spiegelt. Finde ich aber sehr hübsch, aber von den Farben her ist es nicht meins. Das sind halt wirklich so die Farben, die ich am seltensten trage. So Smoky Eyes und sowas trage ich selten. Wenn ich es dann mal trage, finde ich es ganz hübsch, muss ich sagen. Deswegen eigentlich müsste ich es häufiger machen. Aber das ist bei mir super selten, deswegen, ja, war kein Muss, aber you know. So, und dann geht es jetzt genau weiter. Ein paar Sachen habe ich noch und dann sind wir bald durch. So, wenn ihr was im Hintergrund hört, das ist mein Sohn, der hat gerade eine Spieluhr an. Ich war kurz nämlich bei ihm. Und dann geht es weiter. Und zwar habe ich jetzt hier, das habe ich euch auch schon im Vlog gezeigt, deswegen mache ich das recht schnell. Im Boozy-Shop habe ich bestellt. Da gab es gratis, das ist ja aus den Niederlanden kommt dieser Shop, ein Loose Setting Powder gab es gratis dazu. Das ist immer das hier. Weshalb ich bestellt habe, kann ich euch direkt nochmal ganz schnell sagen. Und zwar normalerweise kaufe ich Glamlight auch über den Monolith Shop. Oder bei Glamlight selbst habe ich auch schon bestellt, die Horror-Kollektion. Weil diese Horror-Sachen, ich stehe ja total auf Horrorfilme. Wenn ich was liebe, dann sind es Horrorfilme. Und dann sind diese Kollektionen für mich tatsächlich ein Muss und auch Sammlungsgegenstände. Also vor allem die Paletten. Ich habe auch manchmal andere Sachen dann noch zugekauft. Aber hier, größtenteils geht es mir um die Paletten, die ich unbedingt haben will. Zum Beispiel kommt ja jetzt diesen Oktober, denke ich dann, die Michael Myers, also die Halloween 2 Kollektion raus und das werde ich mir definitiv auch holen. Ich warte aber am meisten noch auf Saw, weil ich bin ein riesen Saw-Fan, da kam leider noch nichts. Es gibt Scream, es gibt Chucky, es gibt hier Freitag der 13., es gibt Freddy Krüger, das alles habe ich schon. Und jetzt gab es eine zweite Chucky-Kollektion. Die erste war so ein bisschen düsterer, Chucky and his wife oder so, keine Ahnung wie die hieß. Und das ist jetzt diese hellere Good Guys Chucky Edition. Und zwar gab es die bei Monolith nicht und dann habe ich die im Boozy-Shop gefunden und dann musste ich zuschlagen. Ist auch an sich keine Palette, wo ich jetzt geschrien hätte, wow, die muss ich haben, sowas habe ich. Aber finde ich auch cool, dass es jetzt mal eine Horrorpalette ist, die nicht komplett nur düster ist. Ja, ein bisschen farbenfroher, das finde ich richtig cool. Also die gefällt mir, da freue ich mich auch schon mega drauf. Und dann habe ich hier noch zwei Blushes mitgenommen von NYX. Die Buttermilk Blushes, einmal diesen Orangeton und einmal diesen Rosaton. Die zwei, da freue ich mich auch mega, die zu testen. Die sind ja ganz neu. Und dazu den passenden Pinsel habe ich mir noch mitgenommen. Ja, das ist das. So ihr Lieben, jetzt kommen wir zu meiner letzten Online-Bestellung, die ich getätigt habe. Und zwar, das ist aber auch keine kleine. Ich habe bei P. Louise bestellt. Vielleicht kennt ihr das. Das ist, kommt aus England. Und super tolles Packaging, super tolle Sachen gibt es da. Und da habe ich einfach mal bestellt. Ich zeige euch als erstes ein Set, was ich bestellt habe. Und zwar gab es dort dieses Set, was recht günstig war. Ich glaube 70 Euro oder so. Waren diese zwei Sachen, zeige euch das. Hier haben wir als erstes ein Pinselset drin und das sieht auch mega cool aus. Und zwar, oh, der Kleine weint, ich zeige euch nur ganz schön das Pinselset und dann bin ich nochmal gerade bei ihm, kümmere mich um ihn. Genau, das sind die Pinsel, also das ist ein riesen Pinselset mit Facepinseln, Augenpinseln, alles mögliche. Fühlen sich, ich habe auch schon mal die Härchen gefühlt, fühlen sich gut an. Und das kommt in so einem Teil mit Spiegel. Genau. Einmal kurz eine Unterbrechung, aber für euch geht es jetzt gleich ja schon weiter. So, ich habe mich um den Kleinen gekümmert. Er liegt jetzt im Grunde direkt hinter euch im Bett. Also falls ihr was hört, sorry, ich kann es nicht ändern, aber ich habe mich jetzt ein bisschen mit ihm beschäftigt. Ich hoffe, er meckert jetzt nicht. Ihr würdet ein bisschen erzählen, aber genau. Ich bin ja fast fertig mit dem Video, dann können wir runtergehen, mein kleiner Schatz. Und wie gesagt, zu den Pinseln gab es diese Palette dazu. Und die ist so cool, da ist immer sowas drin. Ja, jetzt wackelt es gerade nicht. Aber genau, hier kann man das einmal dann öffnen. Das sind jetzt halt lila Töne. So. Und man kann das hier noch öffnen. Und hier ist einer ein bisschen geschmiert, ein Ton, aber das ist nicht schlimm. Genau,
So viele Töne sind das und das gab es zusammen halt für, ich blende es euch ja ein, aber richtig cooles Set, richtig tolle Paletten. Bei der gesamten Bestellung gab es das hier noch dazu. Das ist von P. Louise die Base, die Lidschatten-Base. Genau, so sieht die aus. Auch nicht schlecht, kann man mal verwenden, mal probieren. Dann habe ich selbst noch zwei dieser Paletten bestellt, die mich am meisten angesprochen haben sonst noch. Auch hier ist wieder was drin, hier sind Pullover drin, glaube ich. Genau, das ist einmal diese hier. Und zwar ist das die blaue Variante. Wow, oder? Also die ist auch riesig. Ihr seht es vielleicht in meinem Kopf, sie ist groß. Es sind einige Sachen drin, einige Farben. Und hier sind noch weitere Farben. Richtig, richtig schön. Ich freue mich schon mega, die zu verwenden. Also das machen wir auch, glaube ich, zusammen. Mal gucken. dann gab es für mich noch die nächste, The Money Shot. Das ist die grüne Variante. So sehen die Töne aus. Und oh, hier ist noch die Folie. Sekunde, die nehme ich auch mal runter. Und hier sind noch so auch grünliche, matschfarbene Töne, sag ich mal. Also richtig, richtig cool. Also die nehmen natürlich viel Platz weg. Und das ist wirklich so ein Sammlungsstück. Genau, und dann gab es bei P. Louise noch so eine Mystery Box. Die habe ich tatsächlich bestellt. Bei P. Louise kann man übrigens auch eine monatliche Abo-Box bestellen. Genau, aber ich hatte jetzt einfach so eine random Mystery Box. Und da war halt auch eine von den Paletten drin. Also ich glaube, mir fehlen nur noch zwei oder drei davon. Dann habe ich auch alle. War Gott sei Dank eine andere. Und zwar If the Crown Fits. Das ist eine dezente. Auch hier ist das noch drin. So sehen da die Töne einmal aus. Richtig, richtig schön. Und auch hier muss ich das nochmal rausnehmen. Hier unten sind noch ein bisschen wärmere Töne. Warte, ich muss einmal komplett das Ding rausnehmen, weil sonst kriege ich das hier nicht ab. So, genau, das sind die Töne, die noch unten drin sind. Also für jeden, der solche dezenten Sachen mag und vielleicht gar nicht so viele Paletten braucht, dem reicht vielleicht einzelne Palette. Und dann hat man da wirklich schon eine gute Auswahl mit. Jetzt kriege ich es natürlich hier nicht rein, natürlich. Boah, ja, ich mache das mal kurz rein und dann geht's weiter. Und dann waren noch zwei Produkte weiterhin drin. Und zwar einmal Rain On Me, P. Louise Skin, Spice Things Up, Water Spray. Ein Water Spray. Weiß ich noch nicht genau, was ich mir darunter vorstellen kann. Ist auch übrigens ein ganz hübsches Design. Ich mache es jetzt noch nicht auf. Aber vielleicht kann man das ja auch als Fixierung benutzen. Ich muss es einmal lesen, was da hinten dann alles steht. Ob man das auch wirklich... After Cleansing steht hier. Und, Dry Parts. Genau, soll ein bisschen Feuchtigkeit spenden. Aber vielleicht kann man das ja auch als Fixierung. Wir probieren das einfach mal demnächst. Und dann kommen wir zu der letzten Sache. Und zwar Drive Me Balmly Contains May Addicted Lime All Yours. Genau, das ist dieses hier. Da sind zwei Moisturizing Lip Balms drin. Also genau, diese Verpackung noch. Mit zwei Lip Balms. Ich weiß noch nicht, ob ich die selber benutze, ob ich die mal verlose oder verschenke, I don't know. Aber die waren auf jeden Fall da drin und ich kann euch sagen, es hat sich auf jeden Fall schon mit der riesen Palette gelohnt. Dafür allein war super, weil ich glaube, ich blende es euch ein, wie diese Mystery Box gekostet hat. Ich glaube, irgendwas um 35 Euro. Und die Palette kostet schon eigentlich 50, meine ich deswegen. Allein damit schon. Genau. Das waren jetzt die Produkte und ich kann noch ganz kurz dazu sagen, zu Adept und zu P. Louise, ich musste bei nichts Zoll bezahlen. Zoll wurde schon mit eingerechnet, also das möchte ich nur einmal sagen. Versand war super, gerade bei P. Louise, das war innerhalb von 2-3 Tagen da. Das geht super, super schnell. Hier hat es natürlich ein bisschen länger gedauert, aber da hat auch alles reibungslos geklappt, nur dass ihr Bescheid wisst. Genau, und dann war es das jetzt mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir gerne einen Kommentar da lassen und einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!